Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Baron Gabriel am Start. Und zwar mit dem ersten Spieltag zur NPBL. Ja, wir sind jetzt hier im Teil Teambuilding. Ursprünglich habe ich eigentlich ein Teambuilding aufgenommen, das ich am Samstag hochladen wollte. Allerdings habe ich mich dann mit Teilnehmern kurz geschlossen, beziehungsweise eigentlich mit Bene, der mir dann erzählt hat, so yo, er macht das in einem Video. Deswegen habe ich mich jetzt hier nach dem Kampf nochmal hingehockt, um ein Teambuilding aufzunehmen, das ich dann in das eine Video schneide, sodass wir dann einen fließenden Übergang haben. Genau, also einfach mal ganz frei Schnauze. Ihr könnt mir, bevor es jetzt weitergeht oder bevor es losgeht, einfach mal ganz kurz in die Kommentare schreiben, wollt ihr lieber ein separates Teambuilding-Video einen Tag davor oder wollt ihr einfach beides, alles in einem als kompakte Mischung in dem einen, damit es halt effektiv so sein. Teambuilding, dann also ausführliches Teambuilding, dann kommt eine Kurzfassung und dann kommt der Kampf. Ich würde euch dann entsprechend auch Timestamp reinpacken. Das heißt, hier unten in der Videobeschreibung seht ihr dann die Timestamp von der Kurzfassung, falls ihr die lange Version nicht braucht. Und dann nochmal zum Kampf, falls euch das Teambuilding einfach nicht interessiert. Genau, deswegen einfach mal bitte Feedback in die Kommentare und dass ich dann Bescheid weiß, was euch am besten gefällt. Genau, ansonsten würde ich sagen, starten wir doch mal mit dem Teambuilding. Wir gehen heute gegen das Team vom Rudelrocker mit seinem Team It's Pandacore an. Und ja, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was dabei mit unserem Team der Böllerbusse. Ich habe auch keine Kadervorstellung gemacht, das wollte ich auch irgendwie machen, aber ja, egal. So, jedenfalls, was hat denn der gute Rudelrocker im Team, was für uns gefährlich ist? So, ich habe mir dann wieder in klassischer Manier hier Mons, die ich auf jeden Fall sehe und Mons, die ich eventuell sehe, ne? Aufgeschrieben, und zwar haben wir hier bei den ersten vier Mons auf jeden Fall Kyurem und Primarene. Diese beiden Pokémon sind unglaublich strong gegen mich. Diese beiden Pokémon haben, wenn zum Beispiel jetzt es ein Specs Kyurem, ein Scarf Kyurem, ein Substitute Kyurem ist, dann hat es unglaublich viel Druck, den es auf unser Team ausüben kann. Das liegt jetzt nicht an der Ability Pressure, sondern generell an der Durchschlagskraft. Und dadurch, dass wir nicht wirklich einen Switchen haben, der, der in Freestyle. Also wir haben keinen Switchen in Freestyle. So, jetzt habe ich mich gefangen. Und das ist natürlich ein Problem, vor allem weil eigentlich der Ice Switch in primär Stahltypen ist, aber Kyurem hat natürlich die Erdkräfte, deswegen ist das alles natürlich ein bisschen problematisch, weil unsere beiden Switch-ins von Lamus und Metagross und Flunkiefer, obwohl Flunkiefer ist nicht wirklich ein defensiver Switch in den speziellen Mons, aber die funktionieren alle nicht. Und aus dem Grund, er wird auf jeden Fall ein spezielles Kyurem spielen, das kann ich schon mal sagen. Aber aus dem Grund, dass er die Boden-Coverage braucht. Er könnte natürlich theoretisch auch ein physisches Kyurem spielen. Allerdings würde ihm dann die Erdbeben-Coverage spielen. Physisches Kyurem ist auf jeden Fall schwächer aus und man spielt Drachentanz. Und auch wenn Drachentanz irgendwo gut ist, weil ein Drachentanz benötigt wird, um sehr, sehr viel von meinem Team zu outspeeden. Und sind wir ehrlich, man spielt kein Scarf Raikou, man spielt kein Scarf Boreos. Das macht man einfach nicht. Dann wäre er schneller als mein gesamtes Team und hätte da dann gute Möglichkeiten. Allerdings würde Drachentanz dann auch nur gut für die Initiative sein, nicht für den Rest. Des Damage Outputs von Kyurem, von dem her glaube ich nicht, dass er in dieser Art und Weise irgendwas wäre. Also entweder wird er Sub spielen mit den Überresten oder er wird Wahlglas spielen oder Wahlschal, wenn er wirklich sagt, okay, ihm ist Kyurem wirklich genug, er will auf jeden Fall Druck ausüben. Ich persönlich sehe die Delegator-Variante am gefährlichsten an, einfach weil Kyurem auch noch den nötigen Bulk hat und einer meiner besten Switch-ins wäre ein speziell defensives Ordoch. Und Kyurem hat natürlich eine massive HP-Base von 125, die kann er locker investieren, sodass ein Geowurf den Delegator nicht bricht und könnte das dann Ganze dann natürlich ausnutzen, ne, um uns gut zu pressuren. Wir müssten zwei Geowürfe brauchen, irgendwann kommt dann auch der Freeze und dann stehen wir blöd da. Ja, soviel zu Kyurem. Dann gehen wir gleich weiter zu Primarene. Primarene ist ein ähnliches Mon. Primarene hat kein Switch-In. Punkt, aus, Ende. So, es gibt vielleicht Agrostella, ja, aber selbst der kommt nicht gerne in eine Psychokinese rein. Du hast bei Primarene effektiv die Problematik. Der Damage-Output von Primarene ist mit dem Wahlglas absolut pervers. Der ist unglaublich stark. Du hittet so ziemlich jedes einzelne Mon in Existenz, bis auf vielleicht Hytera und Chanera. Aber es trifft unglaublich viel.
Und wenn es richtig predicted, macht es definitiv Damage. Das heißt, man muss in einer Resistance reinkommen oder man gibt es halt einfach den Kampf auf, gegen das Primarene einzuwechseln und versucht es irgendwie offensiv umzupressen. Auch hier haben wir wieder natürlich die Variante. Ich sehe Wahlglas persönlich ganz, ganz weit vorne. Aber natürlich könnte es theoretisch auch ein Wahlschall-Primarene sein. Einfach aus dem Grund, dass die beiden, sowohl Curum als auch Primarene, genug Durchschlagskraft haben ohne ein zusätzliches Item. Allerdings wird eins von diesen beiden der Breaker sein müssen. Er hat noch andere Breaker, ganz klar. Aber dadurch, dass er die Optionen von den beiden hat, ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut gegeben, dass einer von diesen beiden der spezielle Breaker ist. Und diese beiden brechen auch unglaublich gut durch Lamus durch, der viele physische Mons gut checkt, auch auf seinem Team. Von dem her denke ich, dass auf jeden Fall die beiden Mons mitkommen. Allein deswegen, weil sie unser Team unglaublich gut unter Druck setzen. Außerdem haben sie sehr, sehr viele Switch-ins in unser Team potenziell, weil man nur einmal in einen schlechten Move gelockt sein muss und dann können die for free rein. Erzwingen einen Switch-Out und böllern dich dann einfach mal um, ne, auf gut Deutsch gesagt. Von dem her sehr, sehr gefährliche Mons, die beiden, und ja, generell, also nicht nur für unser Team, sondern auch generell und für unser Team im Speziellen einfach, weil wir absolut keinen Switch-In dagegen haben. So, dann kommen wir auch schon zu der physischen Front, nämlich in Grabbit und dem Pandagro. Wenn wir die beiden anschauen, dann machen die ungefähr dasselbe. Und zwar absolut massiv perversen Damage. Das Problem bei den beiden ist auch wieder, ähnlich wie bei Curum und bei Primarine, er kann theoretisch beide entweder als Breaker oder als Revenger spielen. Grabbit hat den Vorteil, natürlich, wenn man es Wahlschall spielen will, dass es natürlich die Kehrtwende hat und dadurch auch Momentum generieren kann, wenn man sicher gehen will oder wenn man sagt, okay, man hat den sicheren Killer auf dem Mon, man besiegt das Mon jetzt und man verliert die Switch-Initiative, kriegt aber den einen Kill. Oder aber der Gegner muss wechseln und man kriegt dann die Switch-Initiative wieder zurück, um dann ein besseres Matchup zu erzwingen. Von dem er natürlich sehr, sehr gut auf dem Grabbit den Wahlschall oder das Wahlband zu tragen. Es hat natürlich auch eine Priorität mit dem Ruckzuck-Keep. Das ist auf jeden Fall nicht zu verachten. Es hat auf jeden Fall seinen stärksten Stab verloren mit der Rückkehr. Allerdings hat es immer noch den Body Slam, es hat theoretisch auch noch sowas wie Mega Heap, aber das ist eher sekundär. Es hat natürlich auch die Elementarschläge, das heißt, der Ice Punch könnte auf jeden Fall auch da sein für unser Demeteros in der Tiergeistform. Und natürlich nicht zu vergessen, das Erdbeben, was natürlich auch sehr, sehr gut gegen unser Team ist, bis auf unsere beiden Genies. Aber die beiden Genies haben halt das Problem mit der Eisschwäche, von dem her haben wir da ein kleines, klitzekleines Problemchen. Und außerdem haben wir da natürlich auch noch das Problem, dass wenn er den Switch-Out predicted und dann für die Kehrtwende geht, dass wir dann natürlich sofort in der Hinterhand sind, weil dann entweder Curum, Primarine, also welcher von den beiden noch immer Scarf ist, reinkommen wird und uns dann umböllert. Also wir sehen, wir haben da auf jeden Fall ein kleines Problemchen, vor allem auch mit dem Momentum, das ein Team generieren kann, potenziell. Und da müssen wir auf jeden Fall überlegen, wie wir das auskontern. Dann am Schluss noch in der Böllerbus-Fraktion haben wir das Pandagro. Also das Pandagro ist ähnlich zu sehen wie tatsächlich das Primarene. Pandagro hat ebenfalls absolut keinen Switch-In. Die Unlicht- und die Kampf-Coverage ist sowas von unglaublich stark. Der einzige Switch-In wäre in dem Fall ein Feen-Pokémon, beziehungsweise unser Feen-Pokémon ist ein Flunkiefer. Ja, blöd, wenn man dann dadurch neutral gegenüber dem Kampftypen ist, aber hey, naja. Außerdem haben wir natürlich doch noch das Problem, dass Raufbold, also die Fähigkeit von Pandagro, zusätzlich noch eine Immunität gegen den Bedroher bekommen hat. Toll. Ja, also eine der Möglichkeiten, wie wir mit Pandagro umgehen, ist uns auf jeden Fall genommen worden, nämlich mit dem Bedroher-Switching von Flunkiefer und Demeteros. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch die offensiven Varianten, weil Pandagro natürlich nicht der schnellste ist. Wir haben natürlich da auch wieder die Möglichkeiten, auf dem Fighting-Move in unsere beiden Genies zu gehen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Und auf dem Unlicht-Move kann man natürlich mehrere Dinge reinbringen. In dem Fall wären das dann entweder Boreos, weil Boreos natürlich tanky. Der ist tanky, der nimmt einen Hit auch von Bandit Pandagro. Außer natürlich ist es jetzt ein Eisschlag. Eisheap, besser gesagt, Eisschlag, ja, Eisheap, aber, ja,
Nichtsdestotrotz kann man auch in das Fuego gehen oder in das Quartermark und die tanken das dann auf jeden Fall. Klar, man verliert sein Item. Das ist natürlich blöd. Aber ja, da haben wir auf jeden Fall eine Vielzahl an Monstern. Das Pandagoro kann man natürlich auch wieder Wahlschalt spielen. Das kann man wieder Wahlband spielen. Das kann man auch Lebenorb spielen oder Schwarzgurt, einfach um den Damage-Output, den er erzeugen will, zu maximieren. Ich persönlich würde auf jeden Fall ein Set sehen bei Pandagoro, was auf jeden Fall von dem Move-Pool, von der Move-Variety, die das Pandagoro hat, profitiert. Auf jeden Fall hat man natürlich auch ein Lamus auf dem Team, das natürlich in jeden Fighting-Step reinwechseln kann, den dieses Pandagoro hat. Das heißt, man will auf jeden Fall den Move wechseln. Ich persönlich würde da irgendwie sowas sehen wie Lebenorb persönlich oder Schwarzgurt. Vielleicht sogar auch ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Ist das die Dunkelbrille? Also auf jeden Fall, dass der Unlicht-Step um 1,2 verstärkt wird. Das sind die Monster, die ich auf jeden Fall sehe. Jetzt kommen wir zu der Vielleicht-Fraktion. Ja, also die Vielleicht-Fraktion ist im Endeffekt Jirachi. Keins seiner anderen Pokémon ist wirklich absolut überragend. Im Endeffekt ist es ein Slot für eine Bodenimmunität. Das sind die nächsten beiden, über die ich sprechen werde. Und ein anderer Slot, über den sich dann Jirachi und Tentoxa streiten werden. Er will natürlich keine weitere Bodenimmunität haben, weil Demeteros in der Tiergeistform, oh Gott, das wird spaßig mit den beiden Genies, Demeteros in der Tiergeistform ist unglaublich stark, vor allem auch Scarf unglaublich stark, weil es dann trotzdem noch den Damage-Output hat, um vieles zu O-Cone, um vieles zu Two-Hit-KO'en und natürlich dann auch noch das Revenging-Potential hat, wenn das gesamte Team angechippt ist, zum Beispiel durch Hazards oder durch andere Monster, die sehr, sehr viel Pressure, wovon unser Team sehr, sehr viel hat. Aus dem Grund braucht er einen Levitator. Und das ist in dem Fall Nadion oder Lipomantas. Aber wir haben gesagt, wir reden zuerst über Jirachi bzw. Tentoxa. So, was bringen die beiden Mons jeweils auf den Tisch? Also in erster Linie Jirachi. Was bringt Jirachi? Es bringt in erster Linie einen Tarnstein-User. Ja? Außerdem bringt es noch Sustain mit eventuell Wunschtraum und dem Schutzschild. Es bringt Momentum mit der Kehrtwende. Es bringt eventuell nochmal einen Toxin-User, weil ich nicht sehe, dass dass eins von den oberen vier genannten Mons einen Toxin bringt. Braucht er aber unbedingt Toxin? Nee, eigentlich nicht wirklich. Also Toxin braucht er auf seinem Team nicht. Er sitzt uns bei weitaus genug unter Druck, von dem her ist das auch kein Argument. Dadurch, dass dieses Toxin-Argument bei Jirachi existiert, ist das natürlich auch bei Tentoxa ein Ding. Tentoxa hätte einen sehr, sehr großen Vorteil, dass es den Toxin-Stachler legen könnte. Allerdings ist er gegen unser Team nicht unbedingt gut, dadurch, dass man sich denken kann, okay, manche Mons, die schwach sind, wollen vielleicht die Boots tragen. Dann haben wir noch andere Pokémon, die davon gar nicht affected sind, wie zum Beispiel jetzt die beiden Genies. Dann haben wir zum Beispiel Pokémon, die immun sind, weil sie vom Stahltypus sind, im Endeffekt Metagross und Flunkiefer. Und dann haben wir auf einmal noch Pippidi-Pappidi-Po, Mons, die ich realistisch mitnehme, hat man dann auf einmal 3. Kritisch. Also im Endeffekt bringen die Toxinstachler bei Tentoxa absolut keinen Mehrwert. Das heißt, man würde dann wieder auf Toxin gehen. Allerdings hat man da auch wieder das gleiche Problem wie bei den Jirachi, dass man das Toxin einfach nicht braucht, sondern eher eigentlich primär Durchschlagskraft haben will. Den Vorteil bei dem Tentoxa hätte man auf jeden Fall, man hat ein sehr, sehr schnelles Mon mit Base 100. Das hat man aber auch bei dem Jirachi, dadurch, dass sie sich den Base-Speed-Wert teilen. Von dem her wäre das auch ebenfalls kein Argument, um sich jetzt für einen von den beiden zu entscheiden. Im Endeffekt muss man jetzt sagen, okay, hätte man lieber Hazards in Form von Jirachi, die man setzen möchte, und Team-Support, oder hätte man lieber eine Hazard-Removal in Form von dem Tentoxa jetzt, um eventuell sein Kyurem zu supporten, das natürlich eventuell auch die Heavy-Duty-Boots trägt. Man muss natürlich immer überlegen, will man die Hazard-Removal oder will man sie nicht. Und dann hätte man natürlich auch noch ein bisschen Pressure mit einem Siedewasser, was jetzt, ja, kann ganz okay sein. Das Problem an der Sache ist natürlich, das Team, was wir jetzt hier gerade sehen, wenn er Tentoxa reinnehmen würde, wäre ein bisschen schwächer gegenüber Raikou, weil Raikou natürlich das Siedewasser und die Autosphäre als Coverage hat. Allerdings wäre es natürlich besser aufgestellt gegen so Dinge wie zum Beispiel Fuegro, Boreos, dadurch, dass natürlich die spezielle Defensive von Tentoxa sehr, sehr gut ist und Jirachi gegenüber einer Hitzewelle natürlich schwächer dasteht. Also man muss es alles immer ein bisschen abwägen, was jetzt natürlich das Ziel ist. Wenn er natürlich sich entscheidet, ein defensives Primarina zu spielen, dann ist natürlich das Tentoxa ja überflüssig besser, also sozusagen, weil man dann schon einen defensiven Water-Type hat. Aber dadurch, dass Primarina auch die Rolle eines offensiven Water-Types annehmen kann, ist es natürlich schön zu sehen, dass man noch eine zweite Auswahlmöglichkeit hat mit dem Tentoxa.
Heißt im Endeffekt, je nachdem, was er will, könnte er den Doxer mitnehmen oder Jurati. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach komplett persönlicher Differenz, da sie ungefähr den gleichen Job machen. Sie üben beide ein bisschen Pressure aus, wenn man sie offensiv investiert. Sie haben, also Jurati hat halt Momentum, was natürlich gut ist, aber in dem Fall ist es eigentlich ein Kampf von, will man jetzt Hazard Removal oder einen Hazard Setter spielen. Dann hat man natürlich noch das letzte Mon, die natürlich auch beide Hazards legen können. Wie gesagt, er braucht eine Ground Immunity, ansonsten hat Demeteros sehr, sehr viel Spaß und diese beiden Ground Immunities sind in diesem Fall Lipomentas oder Donadion. Was unterscheidet jetzt diese beiden Mons? Ja, also im ersten Sinne hat man natürlich das Lipomentas, was die Tarnstunde kann, und das Donadion, was das Klebenetz kann. Klebenetz ist der absolut beste Hazard im Spiel, wenn man ein offensives Team trägt. Dadurch, dass man einfach garantieren kann, nicht selbst revenged zu werden, außer von Mons, die entweder die Plateauschuhe tragen. Die sind dann allerdings niemals schneller als ein Scarfer. Das heißt im Endeffekt, ein Scarf negiert ungefähr den Drop durch das Klebenetz. Und dadurch sind Plateauschuhe und ein Scarf ungefähr gleich gut. Aber natürlich ist ein Scarf auch einfach schlechter, dadurch, dass man sich in einen Move lockt. Das heißt, Plateauschuhe sind besser im Fall von Klebenetz. Bei Lipomentas hat man natürlich auch wieder eine Hazard Removal, die natürlich sehr, sehr gut ist. Die hat man bei Donadion, denke ich auch. Ich glaube, der kann Defog. Müsste ich eigentlich mal nachgucken, ob der Defog kann oder nicht. Aber jedenfalls haben wir hier die beiden Mons. Und im Endeffekt machen die beiden nicht allzu viel. Donadion wird einfach von unserem Demeteros gehardwollt, dadurch, dass es keine versteckte Fähigkeit mehr gibt. Dann hat man noch das Lipomentas. Das Lipomentas steht einfach nur da, kann wenig austeilen. Gibt natürlich den Rapid Spin. Und der hat jetzt mittlerweile auch den Schmarotzer, wie heißt das? Nasty Plot, den er benutzen kann, um ein bisschen Damage auszuteilen. Aber im Endeffekt macht er nicht viel. Ungefähr defensiv machen beide ungefähr das Gleiche. Beide sind ein Fighting Switch in. Nur dass halt das Donadion ein bisschen besser gegen so Dinge wie Raikou klarkommt und Metagross, während Lipomentas natürlich durch den Bodentypen dann auch nochmal gut in Choicebacks Raikou reinkommen könnte. Und außerdem hat es nicht so viele prävalente Schwächen, sage ich jetzt mal. Außerdem wäre es noch ganz nice gegen das Metagross einfach, um eine Resistenz zu haben. Also, ja, das kann man natürlich irgendwie abdecken durch das Jirachi, aber wenn man Jirachi hat, Metagross hat natürlich auch das Erdbeben, von dem her ist jetzt Jirachi nicht unbedingt die beste Wahl, um Metagross zu checken. Ja, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, ist es da auch wieder ein Kampf von, will man jetzt unbedingt die Tarnstelle, will man jetzt unbedingt das Klebernetz, was von beiden will man, welches Mon pressured mehr? Meiner Meinung nach bietet Lipomentas bessere defensive Optionen und Donadion bietet mehr offensive Optionen, einfach dadurch, dass das Elektro und Käfer-Typing gegen mein Team persönlich besser ist. Und natürlich, dass Klebernetz natürlich offensiv besser pressured, dadurch, dass wir ein relativ schnelles Team haben. Genau. Aber jetzt genug über das gegnerische Team geredet. Das sind jetzt auch schon 18 Minuten. Toll. Wir wollen natürlich jetzt auch mal erfahren, wie habe ich mich gegen dieses Team vorbereitet. So, wir sehen hier schon die ganze Zeit unsere 6 Mons, die wir mitgenommen haben. Und nämlich haben wir da das Demeteros in der Tiergeistform, das Metagross, das Raikou, das Quatermark, das Fuegro und das Bodios in der Tiergeistform. Die anderen Mons habe ich einfach nicht gesehen. Das Mon, was bei mir sehr, sehr lange noch im Kopf geblieben ist, war Lamus. Allerdings habe ich mich tatsächlich aktiv gegen Lamus entschieden, dadurch, dass Lamus zwar natürlich den Vorteil hat, Switch-Initiative zu erzeugen, was unser Team natürlich bitter nötig hat, dadurch, wie man sieht, man hat keinen defensiven Switch-In. Wir können nicht wirklich defensiv auf seine Mons antworten, das wäre Lamus natürlich, da wäre Lamus optimal gewesen, allerdings haben wir den Nachteil, dass seine ganzen Böllerbusse eigentlich nicht wirklich um Lamus kehren und eigentlich da relativ easy durchbrechen können. Vor allem, wenn wir ansehen, Gefriertrockner, Mondgewalt, Erdbeben und dann noch der Abschlag, ist sehr, sehr kritisch. Wäre natürlich super gegen die anderen Mons, aber Lamus ist es nicht, Leute. Lamus ist es nicht. Er würde viel Momentum rausnehmen, klar. Regenerator würde sehr, sehr viel wiedergeben durch die HP-Regeneration, aber ich habe mich dagegen entschieden. Also, dadurch, dass Lamus, Primarene und Kyurem immer free Switch-Ins gibt, klar können wir toxinisieren, aber wenn die dann Ruheort haben oder wenn die Specs sind, juckt sie eh nicht. Wenn sie Sub-Roost sind, beziehungsweise in Primarenes Fall Sub-Rest,
Ja, bei Curum wird es vielleicht ein bisschen was bringen, aber bei Primarena, dem wäre es einfach egal. Dem wäre es einfach stinkegal. Und er wird sich dann einfach, er wird sich dann einfach hochsetupen und resten und dann mit Siederwasser alles umböllern. Also, nee, das ist es. Deswegen waren es diese 6 Mons. Den Rest habe ich von vornherein ausgeschlossen. Ich habe Audino noch ganz kurz considered, aber das wäre ein Losing War von vornherein gegen das Curum. Das wäre auch nur gegen das Curum da. Flunkiefer ist auch keine Chance, weil die physischen Mons, die man eigentlich damit counten sollte, sind viel zu stark. Dann hat man noch Primarena und Curum. Also defensiv habe ich absolut keine Option. Deswegen musste ich im Endeffekt den Krieg der Offensive gewinnen. Ja, im Endeffekt, so einfach ist das, ja. Aus dem Grund haben wir uns auch am Anfang für das Demeteros in der Tiergeistform entschieden. So, was haben wir mit dem Demeteros gemacht? Wir haben dem einen Wahlschall gegeben. Durch den Wahlschall ist es schneller als ein Großteil des Teams. Wir haben, beziehungsweise es ist schneller als ein anderer Scarfer. Bis auf einen anderen Scarfer, so jetzt habe ich es, schneller als das gesamte Team von Rudellocker. Und das ist unglaublich gut. Außerdem können wir noch relativ viel in die Defensive bzw. in die HP packen, was natürlich auch nochmal die Tankiness erhöht, was mir auch ganz gut gefällt tatsächlich. So, wir haben 152 in Speed. So, wenn wir das nochmal angucken, wir haben hier tatsächlich gespeed-creeped auf den Boy hier. Adamant Diggersby. So, das war mein Hauptding in diesem, bei diesem Mon. Für Grabbit besser gesagt, auf eine Revenge-Kill-Option zu haben, ist auf jeden Fall ganz nice. Unser Main-Weg war natürlich Erdbeben. Warum Erdbeben? Er hat effektiv, beziehungsweise ich rechne sehr, sehr stark damit, dass er ein Mon mitnimmt, das eine Immunität dagegen bietet. Seine Resistenz in, nicht Fiaro, sondern Silvaro, oh Gott, beide Monster auf einen Kader, ist nicht sonderlich gut gegen mein Team. Das heißt, er wird wahrscheinlich eine Immunität mitnehmen und das war's. Wir können diese Immunität sehr, sehr gut pressuren durch die Kehrtwende, wenn wir den Switch-In predikten, was sehr, sehr gut ist. Und dann ist Erdbeben natürlich free. Ne? Also auf jeden Fall ganz klar. Dann haben wir natürlich die Tarnstein, weil ich brauche keinen anderen offensiven Move als Erdbeben und Kehrtwende. Ich brauche es einfach nicht. Von dem her ist Tarnsteine eigentlich ganz okay und Explosion, falls ich auf niedrigen HP bin und dann noch irgendwas mit in den Tod reißen will, dann könnte Explosion auch noch ganz gut sein. Außerdem, wenn ich zum Beispiel vermute, dass Erdbeben irgendwas nicht töten würde und irgendetwas mein gesamtes Team bedroht, kann natürlich die 100 zusätzliche Base Power, die Explosion mit sich bringt, auch noch ganz gut sein. Außerdem können Element fahren, das heißt im Endeffekt, wir können damit ein Primarena absolut aus dem Leben nehmen, auch bei Full HP. Zack, weg, Primarina weg, Curum weg, wäre absolut, wäre ein Traum, ja. Aber eins von diesen Monstern mitzunehmen, gegen das Demeteros zu traden, absolut super, ja. Nimmt man jeden Tag mit. Aber ja, das wäre es zu dem Demeteros, ist eigentlich relativ straightforward, das ganze Set. Von dem her wäre es das auch schon. Tja, mit dem Metagross habe ich mir dann überlegt, okay, gut, ich habe nichts gegen Curum. Ich will Curum irgendwie handeln. Gegen Primarena hatte ich es ab dem Moment schon aufgegeben, irgendeinen Switch-In zu finden. Das war auch dieser Moment, wo ich dann das Lamos verworfen habe. Und dann habe ich gesagt, okay, wisst ihr was, ich will wenigstens irgendeine Absicherung gegen das Curum haben. Und da ist dann das Metagross entscheidend. Ich habe im Endeffekt einfach einen 252-252-Split genommen, weil ich eigentlich Metagross nur hernehmen wollte, um in Curum reinzuwechseln. Von dem her brauche ich keinen Speed. Außerdem haben wir eine Prio, das heißt, wenn wir noch irgendwas revengen wollen, dann haben wir auch noch die Möglichkeit, ja. Und Adamant, Metagross, 135 Base Attack. 405 Base Attack, das ist stark, ja, das ist stark. Die Max HP sollte einfach gemaxed sein, um in Curum reinzuwechseln. Einfach um den Ice Beam zu leben und dann die Erdkräfte abzutanken mit der Schuhgebäre und dann mit einem Meteor Mash, mit einem Meteorschlag einfach das Curum aus dem Leben zu nehmen. Eventuell natürlich auch die Revenge Kill Option Bullet Punch, sodass wir dann eventuell einen Freeze umgehen können, falls er dann drauf geht. Ist natürlich immer gut, ne? Ja. Ja, deswegen sind auch die ersten beiden Moves da drauf. Die Tarnstellen waren dann eigentlich ein einfacher dritter Move. Ich brauche eigentlich nichts weiter. Ist die gleiche Argumentation wie bei Demeteros. Er hat im Endeffekt nur Primarena bzw. Tentoxa als Wassertypen. Und da reicht es, ja. Da reicht es. Primarena hat nicht die beste physische Defensive, Tentoxa ebenfalls nicht. Und Metagross hat 135 Base Attack, der einfach da durchböllern kann, ja. Deswegen sind es dann die Tarnstände und der Zen Headbutt geworden. Der Zen Headbutt ist es dann geworden, weil es der beste Move ist, um Donarion bzw. Tentoxa zu treffen, falls die Möglichkeit besteht, dass er die tatsächlich mitnimmt.
Genau. Ist eigentlich ganz okay. Wir haben jetzt hier bei dem Set natürlich, muss man noch anmerken, eine kleine Schwäche gegenüber Jirachi. Einfach aus dem Prinzip, dass wir kein Erdbeben drauf gefittert haben. Allerdings war es mir ein bisschen wichtiger, die Tarnstunde mitzunehmen. Einfach auf dieser Odd Chance, dass er keine Plateauschuhe auf seinem Curum hat. Dass wir da dann immer die 25% kriegen mit einem Team, das relativ viel Momentum generiert, ist schon stark. Das heißt tatsächlich, ja, wir spielen Double Tarnsteine. Tatsächlich. So, als drittes Mon ist dann relativ schnell unser Raikou gekommen und ich weiß, Leute, ich weiß, was ihr denkt. Belly, das ist der zweite 2-5-2-Split. Willst du mich ja eigentlich verarschen? Hast du dir irgendwas dabei gedacht? Und dann sage ich, Leute, ich hatte da die Big Brain Idee, ja? Ich hatte einfach die Big Brain Idee und habe gesagt, 2-5-2, das ist es. Da habe ich mir tatsächlich was dabei gedacht. Nämlich, und das ist das Witzige, wenn wir Raikou spielen, um Primarine mainly zu fokussen und wir gesagt haben, Scarf Primarine ist ein Ding, dann könnte man tatsächlich sagen, hey, Primarine kommt doch nur auf 219. Ja, das ist durchaus richtig, aber wenn man dann tatsächlich noch eine Speed Nature spielt, dann kommt man auf die 240. Und 240 mal 1,15 tatsächlich 260. Und ratet mal, welches Pokémon um einen Punkt schneller ist als 260. Richtig, das ist Raikou. Ja, das ist natürlich absolut phänomenal. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ach komm, also, weißt du was, es könnte vielleicht besser sein, wenn ich ein bisschen Speed rauspacke. Aber ich will sowieso das Primarene entschärfen. Ich werde sowieso kein Modis spielen können, um dem Raikou mehr Power zu geben. Und die 50 HP, nicht mal 50, das war jetzt komplett übertrieben, aber die paar HP, die ich da noch dazu packen kann, wisst ihr was, ich Speedcreep einfach auf die Odd Chance, dass er das Rudelocker den Big Brain Move rausholt und einfach plus Speed Nature Primarine spielt, weil er sagt so, hey, der nimmt sowieso keine Resistant mit, der nimmt eh kein defensives Mon mit, den böller ich auch so um. Und davon wollte ich halt ein kleines Out haben, deswegen habe ich absolut Max Speed Raikou gespielt, mit der Aurasphäre, mit dem Donnerblitz, mit dem Siedewasser und mit dem Call Mind. Da müsste man jetzt, Gedankengut, Dankeschön Belly, Dankeschön. Ja, wir treffen damit sein gesamtes Team. Ja, die Coverage von Raikou ist absolut busted. Dass jeden Power jetzt fehlt, ist ihm komplett egal, dadurch, dass er einfach das Siedewasser zu bekommen hat. Aurasphäre muss man jetzt nicht mehr mit einer suboptimalen Fähigkeit spielen. Raikou hat diese Generation einfach nur profitiert. Das ist ein unglaublich starkes Mon geworden. Und wenn wir in irgendeiner Möglichkeit mal irgendein Mon rausgerren können, zum Beispiel, sei es jetzt ein Curum, das zum Beispiel das langsamer ist und auf einer niedrigen HP ist, dann können wir zum Beispiel Call Mind drücken, weil er kann uns von Full Life nicht rausnehmen. Selbst wenn er Specs ist, außer er ist auf Erdkräfte gelockt, dann vielleicht mit einem Crit. Aber wir sind dann plus 1 und dann sind wir auch bulky. Wir haben 100 Base Speed F. Das ist nicht schlecht. Gegen Primarine. Vielleicht will er sich's noch preserven. Wir sind schneller. Immer. Können einen Call Mind aufsetzen. Selbst wenn er dann eine Mondgewalt einsetzt. Vielleicht kriegt er den Drop. Aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem noch einen kleinen bisschen Value rausgezogen. Und dann können wir es noch besiegen. Dann haben wir natürlich noch das Siedewasser, was wir brauchen, um gegen das Lipomentas vorzugehen. Das Lipomentas wäre ansonsten eine absolute Hardwall gegen das Raikou, auch wenn die Aurasphäre theoretisch gegen Grabbit reichen würde. Und außerdem ist es natürlich, ja, Siedewasser, einer der besten Moves im Spiel. Einfach den Burn zu bekommen, ist insane. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Genau. So ist das Raikou entstanden. Es sieht fauler aus, als es eigentlich ist. Da haben wir wirklich sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht. Naja, über die drei Moveset, über das Moveset jetzt nicht weniger, sondern eigentlich eher über den Split. Und als ich das dann gesehen habe, hat sich es eigentlich von selbst geklärt. Dann geht's weiter mit unserem Quatermag. Da habe ich tatsächlich lange überlegt, so, ja, okay, was will ich jetzt mitnehmen? Hab dann entschieden, wisst ihr was? Ich will einen zweiten Scarf. Ich will einen Persimmon spielen. Ich habe lange überlegt, ob das Bandit sein wird oder Scarf. Hab mich dann letzten Endes doch für den Scarf entschieden. Und dachte mir dann einfach, weißt du was, Double Scarf, der ist es. Du musst ein offensives Duell gewinnen. Er wird ebenfalls nicht viele defensive Mon spielen. Er wird zwei, höchstens drei spielen. Das einzige Mon, was er abwechselnd spielen kann, ist das Primarine. Der Rest wird nicht defensiv sein. Und dann vielleicht noch Slot 5 und Slot 6 könnten defensiv sein, sind sehr, sehr wahrscheinlich auch defensiv. Aber Quatermag kann da auch auf jeden Fall durchbrechen durch seine Coverage von Abschlag plus Nahkampf. Das ist eine unglaublich starke Coverage, das ist die Pandagro-Coverage und auch wenn wir keinen zusätzlichen Step haben auf dem Abschlag, so haben wir dann trotzdem den zusätzlichen Speed und von dem wollen wir natürlich auch profitieren. Ja, das Moveset ist dafür ausgelegt, die Kehrtwende ist natürlich einfach stur für Momentum. Ein Quatermag ohne Kehrtwende zu spielen,
wenn es ein Wahl-Item trägt, das sich in einem Move lockt, ist immer ein Fehler. Also, Kehrtwende sollte eigentlich, wenn man sich locken will, immer drauf haben auf einem Quadermark. Immer. Egal, was man macht. Genau wie Abschlag. Abschlag ist die beste Möglichkeit, neben Kehrtwende Psychotypen zu treffen. Klar gibt es natürlich eventuell ab und an ein Argument dagegen, aber nichtsdestotrotz, Abschlag sollte eigentlich auch immer drauf sein, genauso wie Nahkampf. Ja, das sind die drei Moves, die eigentlich zu 99% auf einem Quadermark sein sollen, und der letzte Move entscheidet sich dann meistens über Erdbeben oder dem Mülltreffer. Ja, das sind eigentlich die Sachen, die Quadermark meistens spielt. Wir haben uns jetzt hier tatsächlich für den Steinhagel entschieden. Ich habe mir gesagt, okay, weißt du was, du willst tatsächlich das Dunarion respektieren. Du willst auch das Fiaro respektieren. Das heißt, wenn du schon mal schneller bist und die Möglichkeit hast, die beiden rauszunehmen, dann, mein Gott, dann machst du es halt. Leider hat das Quadermark keine Steinkante. Ansonsten hätte ich es sehr, sehr wahrscheinlich gespielt. Aber dadurch, dass es nur den Steinhagel hat, wurde mir die Entscheidung im Endeffekt abgenommen. Das Investment auf dem Quadermark ist im Endeffekt dafür, dass wir ein Wahlschall Grabbit ausbieten. Wir müssen natürlich das auch respektieren. Wir müssen die alle möglichen Wahlschalle respektieren. Und im Endeffekt ist das einzige Pokémon, was schneller sein kann als dieses Quadermark, ein Scapturachi oder ein Wahlschal Kyurem. Das sind die einzigen beiden Mons. Im Endeffekt wäre aber ein Wahlschal auf den beiden sowieso das schnellste Mon, weil unser anderer Scarfer das Demeteros T ist. Also da kann ich nichts dran ändern. Da müssen wir das einfach versuchen, darum rumzuarbeiten. Ja. Und wenn es ein Scarfrachi ist, dann haben wir den Doppelbedroher mit Fuegro. Nehmen wir es einfach schon mal vorweg. Und dem Demeteros T. Wir haben ein Metagross, was ebenfalls sehr, sehr gut in der physischen Defensive ist, 130. Und wenn wir das auch noch lowern, haben wir dann theoretisch noch den Bullet Punch. Ich will jetzt nicht unbedingt irgendwas callen, ne? Aber ja, also wir haben Möglichkeiten zu minimieren, dass uns ein Jirachi totflinchen kann. Das ist auch wichtig. Und was Kyurem angeht, wir haben das Metagross, wir haben als nächstes das Fuegro, was der letzte Schlüssel ist, um ein Scarf Kyurem zu handeln. Ich hätte ab dieser Stelle behauptet, wir können die meisten Scarfer handeln. Ja, und das war mir das Wichtigste, dass wir den Scarf War gewinnen gegen die gegnerischen Scarfer und dadurch dann besser den Damage oder die Pressure ausüben können. Und da ist unser Fuegro die letzte Variante, weil theoretisch bis jetzt könnte man einfach Eisstrahl spammen, beziehungsweise den Gefriertrockner. Er hat keinen Grund, Gefriertrockner gegen mich zu drücken, weil ich keinen Wassertypen mit habe. Von dem her wäre es auf jeden Fall der Eisstrahl. Und ja, deswegen musste eigentlich Fuegro mit. Ich habe mit Fuegro eine gute defensive Möglichkeit, nochmal in Kyurem reinzuwechseln. Wir können sehr, sehr viele Eisstrahle. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wir können sehr, sehr viel davon tanken. Und auch die Chance minimieren, dass er uns dadurch Late-Game-Sweep, wir haben auch noch den Patronenhieb, von dem her war das alles in allem ganz okay. Fuegro ist jetzt nicht unbedingt das beste Mon in dem Matchup, einfach aus dem Prinzip, dass es gehardwalled wird von dem Primarena. Ungünstig, aber machst du nichts. Wir haben auf jeden Fall bei dem Fuegro immer den Abschlag dabei, es ist der beste Move, außer man hat ein Sweeping Fuegro, dann kann man eventuell Darkest Lariat über dem Knockoff sehen, aber eigentlich will man immer den Abschlag nehmen, es ist der beste Move im Spiel. Wir haben außerdem die Kehrtwende, nochmal ähnlich wie das Quadermark. Wir wollen mit der Kehrtwende auf jeden Fall das Momentum. Wir könnten uns jetzt entscheiden zwischen der Abgangstirade oder der Kehrtwende. Ich nehme aber in den meisten Fällen den Damage, vor allem wenn es zum Beispiel auf einem Lepumentas wäre oder auf einem Kyurem oder auf einem Primarena. Bei dem Primarena zählt jedes bisschen an Chip-Damage und dann will man das dann trotzdem mitnehmen. Ja, die Overheat habe ich im Endeffekt draufgepackt, weil ich keine Recoil durch den Flammenblitz haben will und dann trotzdem noch eine Feuerattacke haben will, um eventuell ein Vika-Volt sehr effektiv zu treffen und auch rausnehmen zu können. Und am Schluss haben wir noch das Erdbeben, falls er sich dafür entscheidet, das Tentoxa mitzunehmen, sodass wir auch einen Move haben, um das zu hitten. So haben wir dann das ungefähr wieder ausgeglichen, weil Tentoxa eigentlich ein sehr, sehr guter Switch in Fuegro ist, wenn es dann physisch defensiv ist. Das Investment ist ähnlich zu dem wie zum Metagross. Ich will so oft es geht in das Kyurem reinkommen. Ich habe keine Erwartung dran, irgendwas zu outspeeden. Das Einzige, was ich outspeeden muss, ist theoretisch das Vika-Volt. Und da sind wir auch schneller mit einem Fuegro, weil Vika-Volt verdammt nochmal langsam ist. Ja. Und außer er spielt ein Agilität-Vika-Volt zum Sweepen, haben wir auch kein Problem damit. Ja. Und selbst wenn er ein Agilität-Vika-Volt spielt, wir hätten sowieso kein Max-Speed auf dem Fuegro gespielt oder uns darauf gespeed-creept, dann soll er halt schneller sein. Ja. Das ist dann auch schon passiert.
So, als letztes haben wir jetzt dann noch das, das Bodios in der Tiergeistform. Und da war ich lange am Überlegen, Leute. Da war ich wirklich lange am Überlegen. Dachte mir so, was, das willst du jetzt mitnehmen? Ja. Eigentlich willst du ein Mon, was wenigstens einmal in das Primarina reinwechseln kann. Und dann, ja, es ist einfach Bodios. Bodios ist allgemein ein gutes Pokémon. Es bringt mir absolut, absolut gar nichts gegen das Kyurem. Allerdings bietet es mir einen einmaligen Switch hin, sowohl in das Grabbit als auch in das Pandagro. Es bietet mir einen einmaligen Switch hin in das Primarina. Und im Endeffekt macht es tatsächlich den gleichen Job, den ein Lamus auch machen würde. Nur, dass es tatsächlich nicht von jedem Mon outspeedet wird und dadurch Sweet K.O. wird, sondern dass es tatsächlich eventuell zum Schuss kommen kann. Ja, jetzt gedacht, Bodios T. ist ein gutes Mon. Gut. Das Investment scheint jetzt wahrscheinlich für euch ein bisschen komisch zu sein. Wenn ihr zum Beispiel sagt so, hey Belly, hast du nicht gerade gesagt, das war ein absoluter Geniestreich, hier ein Plus Nature auf dem Raikou zu spielen, um was zu outspeeden. Warum speedtrippst du nicht das gleiche mit den Bodios? Ich kann euch eine Sache sagen. Es ist ein Unterschied, ob man jetzt hier ein bisschen Investment in die HP packt oder wie hier bei dem Bodios einen kompletten 5% Boost auf den Base Stat bekommt. Das ist ein riesiger Unterschied. Die bisschen HP auf dem Raikou würden in einer Vielzahl Szenarien nichts ausmachen. Allerdings, dieses mäßige Wesen enabled uns so viel mehr Kills und so viel mehr Damage-Output auf unserem Bodios T, dass ich das eigentlich schon ganz gern mitnehmen wollen würde. Außerdem, die Chance, dass er genau dieses Scuffed Primarina spielt, ist unglaublich klein. Also sie ist wirklich unglaublich klein und wenn er diese Chance nimmt, dann haben wir einen Out, ne? Also von dem her mache ich mir da relativ wenig Gedanken. Außerdem sind wir auch schneller als jedes Mon von ihm, außer ein Scarfer. Ich zähle mal das Fiaro nicht mit. Und haben dadurch immer noch einen sehr, sehr guten Speedwert mit den 329. Wir sind damit schneller als das Tentoxa und das Jirachi. Außerdem sind wir schneller als das Kyurem ohne einen Scarf, was auch sehr, sehr wichtig ist, um zu scouten. Und ja, im Endeffekt haben wir auch einen sehr, sehr guten Movepool, um alles zu treffen. Wir haben den Orkan, wir haben die Kehrtwende, um Switch Initiative zu holen. Der Orkan ist effektiv nur als Step drauf und Flugstep ist ein sehr, sehr guter Step, Leute. Dann haben wir noch die Hitzewelle, einfach um das Vika-Volt zu treffen, einfach um eine Möglichkeit zu haben, das Jirachi zu treffen, auch wenn für das Jirachi an sich wahrscheinlich die Finster-Aura besser gewesen wäre. Vika-Volt ist ein Problem gegen unser Team und das möchte ich respektieren und das möchte ich auch theoretisch ausnocken können, sodass er nicht unbedingt die Webs legen kann, wenn er das mitnimmt. Außerdem haben wir gegen das Lipumentas noch den Grassnot. Ich weiß leider nicht, wie diese Attacke auf Deutsch ist. Das tut mir wirklich leid. Aber wir haben den Rasen also sowohl gegen das Lepomentas als auch theoretisch gegen das Primarina, wenn wir unbedingt treffen wollen. Was ich jetzt nicht glaube, dass das ein Szenario ist. Aber ja. Das war auch das Team. Ich denke, ich habe jetzt alles erklärt. Wie gesagt, Bodios eigentlich nicht ein Mon, an das ich viele Erwartungen habe. Aber dann dennoch die beste Wahl, weil es einfach den Job, den der Rest machen würde, besser macht, auch wenn es ihn trotzdem nicht gut macht. Aber ja, Bodios ist Bodios, Leute. Was soll man dazu sagen? Es ist einfach ein gutes Mod. Es ist einfach ein insane gutes Mod. Und Regenerator ist broken. Ja. Aber so, das war's dann mit dem ausführlichen Teambuilding. Ich überreiche euch jetzt an den Vergangenheits-Belly, beziehungsweise an den Zukunfts-Belly für euch, aber den Vergangenheits-Belly für mich, weil ich ja das Ganze nochmal aufnehme nach dem Kampf. Und also, ja, ihr könnt mir gerne nochmal, um nochmal zu erinnern, Leute, lasst mir bitte in den Kommentaren da Feedback. Feedback ist super, super erwünscht. Das ist unglaublich wichtig, dass ich weiß, was euch am besten gefällt, sodass ich euch dann sowohl für mich als auch für euch die bestmöglichen Videos machen kann. Und genau, ich wünsche euch viel Spaß beim Kampf und ja, bis dann. Wir sehen uns. Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Abo und Gabriel am Start. Und zwar mit dem ersten Spieltag der NPBL. Ja, also für die Leute, die es nicht wissen, wir spielen heute gegen den guten Rudelrocker und haben da ein sehr nices Team mit dabei. Ich werde sehr wahrscheinlich ein Teambuilding hochgeladen haben. Ich hoffe, das kriege ich zeitlich hin, dass ich das Video noch fertig bekomme. Und ansonsten, wenn nicht,
Beziehungsweise, falls ihr nicht die Zeit gefunden habt, das anzuschauen, werde ich einmal ganz kurz über mein Team drüber gehen. Wir haben hier einmal einen Scarf Landorus, die eigentlich relativ Standard, mit genug Speed, um ein hartes Grebbe zu outspeeden. Dann haben wir effektiv einen Metagross mit einer Schuke-Bäre, dass wir potenziell mal in einen Eisstrahl plus Gefriertrockner plus Earth Power reinwechseln können von Curam. Und den natürlich sehr, sehr gut damagen können mit Medium Mesh. Natürlich können wir den Sub brechen mit einem Patronenhieb. Können eventuell Rocks aufsetzen oder seinen Headbutt einsetzen, falls er seinen Tintoxa mitnimmt. Sehr, sehr gut. Dann haben wir hier natürlich noch ein Raikou mit Aurasphäre, Donnerblitz und Siedewasser. Neuer Move. Unglaublich stark. Lässt Raikou jetzt ohne die versteckte Hidden Power Eis Bodentypen treffen. Sehr, sehr nice. Haben leider nichts gegen Drachen, aber dafür reicht die Aurasphäre hoffentlich. Außerdem können wir nicht gepadert werden von Body Slam Raichu, was auch sehr, sehr nice ist. Dann ebenfalls Walschal. Walschal Passimian. Weiß gerade gar nicht, wie der auf Deutsch heißt leider. Aber wir haben Kehrtwende, Abschlag, Nahkampf und Rock Slide. Einfach um auch nochmal schnell zu sein. Ich habe lange überlegt, ob ich Band oder Skull spiele, aber ich denke, Skull ist ein Ticken besser. Dann unsere Double Boots User, einfach nochmal, um ein bisschen Tankiness ins Team zu bekommen, mit ein bisschen Damage Output beide Modes. Genau, ja, wir sehen, wir haben hier was und dann können wir auch gleich schon herausfordern. Ich will ihn ja auch nicht allzu lange warten lassen. Ich habe ihn jetzt schon 10 Minuten warten lassen, weil ich vorher noch aufs Klo musste und jetzt die Anmod gemacht habe. Und mein Showdown gesponnen hat einmal kurz, aber das ist ja egal. Genau. Ich weiß, wie heißt du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Naja, jedenfalls, wir haben hier die Good Luck Hefun. Wir haben hier einmal das Curam, wir haben hier einmal das Primarene, wir haben hier einmal das Pandagro, das Grabbit, das Vikavolt. Vikavolt war relativ klar, dass entweder der oder sein Lipomentas mitkommt, meiner Meinung nach, weil er auf jeden Fall eine Bodenimmunität braucht gegen potenzielles Scarf Lando. Ne? Also das war irgendwo schon klar. Ansonsten würde ich behaupten, sieht das alles schon mal sehr, sehr schick aus tatsächlich. Und ansonsten, mit was leaden wir denn? Wir haben natürlich mehrere potenzielle Leads, vor allem auch gegen das Vikavolt. Allerdings ist das Vikavolt sehr, sehr wahrscheinlich schneller als alles von uns. Wir könnten natürlich mit unserem Lando leaden, allerdings würde ich das sehr, sehr gerne aufhalten, vor allem wenn er potenziell das Klebernetz dabei hat. Ich weiß nicht, ob er das drücken wird. Ich habe mich dagegen entschieden, irgendwas aktiv gegen das Vikavolt mitzunehmen, weil ich mir dachte, dass das Lipomantas wahrscheinlicher ist. Ich denke, wir fangen einfach mit unserer Meriolione an. Er fängt mit seinem Raichu an. Das ist schon mal eigentlich ganz nice für uns. Ich denke, wir können hier direkt für einen Abschlag gehen, haben damit potenziell schon mal einen guten Vorteil. Wir könnten natürlich auch für die Kehrtwende gehen. Wir sind auf jeden Fall langsamer. Was machen wir allerdings dann? Wir könnten dann in unser Lando gehen und selbst U-Turnen nochmal. Ja, das machen wir. Das machen wir. Ich denke, Abschlag ist nicht allzu gut. Wenn er in sein Primarene geht zum Beispiel, dann, ja, exakt. Und Primarene ist eigentlich der Hauptswitch, in den ich vermuten würde hier an der Stelle. Und jetzt können wir eigentlich in unser Raikou gehen. Warum in unser Raikou? Unser Raikou ist schneller als ein Max-Speed Scarf Primarene. Und das Ding ist, eigentlich würde ich hier gerne für ein Siedewasser gehen. Aber ich werde hier erstmal für ein Calm Mind gehen. In der Vermutung, dass er jetzt in sein Vikavolt wechseln wird. Er geht in sein Raichu. Das ist sehr, sehr interessant. Jetzt möchte ich entweder den Donnerblitz drücken oder das Siedewasser. Ich denke, das Siedewasser ist langzeitlich gesehen besser, weil wir einen Burn auf das Raichu bekommen können und dadurch potenziell immer Chip Damage haben. Und der Damage wird hier nicht sehr, sehr viel mattern, denke ich. Oh, ist das Spektakles? Wenn das Spektakles ist, dann ist natürlich es hier besser, für den Donnerblitz zu gehen.
Das Raikou hier ein bisschen anchippen zu lassen, ist nicht schlimm, tatsächlich. Wir können natürlich auch nochmal auf den Scald gehen, aber dann würde ich mich dazu zwingen, für einen Donnerblitz nächste Runde zu gehen. Und da möchte ich mir die Freiheit tatsächlich lieber aufbehalten, dass ich jetzt nochmal auch für das Siederwasser gehe. Und dann sieht natürlich das Persimmon mit dem Nahkampf sehr, sehr gut aus, ja. Das sieht dann wirklich sehr, 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 sehr gut aus. Und vor allem, falls er tatsächlich Webs legt, wir haben immer noch Persimmon. Unser Boy hat Defiant. Das heißt, falls er uns weakenen will mit den Webs, dann sind wir einfach schneller. Und wir haben immer noch unser Lando. Das heißt, er hat effektiv zwei Mons, die schneller sind, aber, weil das Drudge jetzt weg ist natürlich, ne? Er hat effektiv Kyurem und Diggersby, die schneller sind, wenn er im Scarf Diggersby spielt. Weil wir Maxby Persimmon spielen. Und das war's. Also er hat effektiv seinen Scarfer und das war's. Und das ist sehr, 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 sehr gut. Ja, unseren Boy möchte ich hier auf jeden Fall behalten. Ja, da ist es doch. Da ist auch das Diggersby schon. Das Ding ist, er kann ja auf jeden Fall für den Normal Attack gehen. Unser Incineroar brauchen wir nicht wirklich, aber ich würde es tatsächlich noch gerne behalten für das Weaker Bolt. Ja, ich denke, wir gehen ja einfach in Landorus. Wir werden auf jeden Fall eine Attacke abkönnen, auch wenn es... das ist Quick Attack. Das ist Bandit, oder? Oder ist das Bandit? Ich glaube, das ist Bandit. Mal ganz kurz schauen hier. Weil ich denke, dass das... Choice Band... Weil ansonsten würde Quick Attack niemals so viel machen. Ja, das ist, glaube ich, das war das Falsche. Das war definitiv das Falsche. Oh, nee, das ist nicht. Warte, das aber auch noch nicht minus 1. Ist die Intimidate hier an? 28, das ist Adamant. Ja, das ist Adamant Mortis. Das ist Adamant Mortis. Ich denke, wir können ja einfach auf den, auf die Kehrtwende gehen, während er sich entscheidet, in sein Vika Vault zu gehen. Daraufhin können wir eigentlich ohne große Probleme einmal in unser Incineroar gehen. Und ich werde hier einmal overheaten. Wenn er in sein Primarine gehen will, dann ist es von meiner Seite aus in Ordnung. Wir können in unseren Escanor gehen. Und können den einmal Hurricane. Ja, das wird nicht das Hauptding sein. Dieses Primarine ist auf jeden Fall der Main Threat. Wir können hier einfach Grass Knotten, weil er sich einen Delegator aufgesetzt hat. Und wir haben genug Möglichkeiten, da noch hauptsächlich was zu tun. Wir können auch dann den Hurricane drücken. Außerdem ist Grass Knot natürlich immer die beste... Ist nicht immer die beste Wahl, weil wir tatsächlich mehr Damage mit dem Orkan machen. Aber da wir keinen Excess Damage machen auf dieses Primarine durch den Delegator, hat es absolut keinen Sinn, dass wir jetzt hier großartig was machen. Allerdings ist dieser Delegator jetzt hier sehr, sehr interessant. In der Hinsicht, dass er eventuell subtoxic ist. Er entscheidet sich jetzt hier für ein Call Mind zu gehen. Wow. Wow. Okay, dann gehen wir auf jeden Fall für einen Orkan hier an der Stelle. Wenn er nochmal für einen Delegator gehen will, soll er das sehr, sehr gerne tun. Ich denke tatsächlich, er ist physisch defensiv dann wahrscheinlich. Allerdings sind wir modest Tornadus, ja, also modest Tornadus ist definitiv auch ein Böllerbus. Er ist jetzt so, als ob ein Specsetter einen Attack überleben wir tatsächlich, von einer Mondgewalt. Aber wir wollen natürlich dann so viel Damage wie möglich drauf. So, wir machen 26%, kriegen die Confusion, er geht nochmal für den Delegator und wir können natürlich nochmal Hurricane. Wir treffen nochmal. Oh, sehr, sehr nice. Er hittet sich selbst in der Confusion. Und ich denke, was wir jetzt machen können, ist einmal für den Grass Knot zu gehen, um ihn sicher in die Range zu bringen. Ja. Oh, doch nicht. Oh, er hittet sich nochmal. Das tut mir jetzt tatsächlich ein bisschen leid. Jedenfalls können wir nochmal Grass Knotten hier an der Stelle. Relativ sicher. Und damit ist auch schon der Hauptthread von ihm weg. Tatsächlich. Klar, Kyurem ist immer noch ein Riesenthread. Allerdings, ist das okay? Ist das definitiv okay? Landorus wird bald boomen müssen, habe ich so die Vermutung. Wegen dem Weaker Vault auch.
Weil ansonsten, weil wir ansonsten kein Switch in Mantic SB hätten zum Beispiel. Falls er dann wirklich Wahlschal wäre. Ich könnte ja auf jeden Fall auch immer für einen Hurricane, für einen Orkan gehen. Aber der Grassnet ist immer besser, wenn er sich entscheidet, nicht auszuwechseln. Ja. Also im Endeffekt würden wir mit einem Hurricane unnötig ein unnötiges Risiko eingehen. Hier wird der Boy immer für einen Eisstrahl gehen. Und wir haben unser Metagross. Wir sind Max HP Metagross und können hier auch reinwechseln. Es ist unsere einzige nicht Möglichkeit jetzt, aber es ist unsere Antwort, unser Lure sozusagen. Außer er wird jetzt hier Erdkräfte drücken. Wenn er jetzt hier Erdkräfte drückt, dann Touché. Allerdings überlege ich gerade und ich will eigentlich wissen, ob er in sein ob er Wahlschall ist, ja, im Endeffekt. So, und jetzt können wir eigentlich in unser Lando gehen. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich glaube, ich boom einfach. Hier an der Stelle, einfach um das Diggersby mitzunehmen. So. Was wir jetzt natürlich machen können, ich werde immer in... Entweder kann ich in unser Persimmon gehen oder in unser Incineroar. Ich werde allerdings in unser Incineroar gehen. Und das ist natürlich unglaublich gut für uns jetzt hier an der Stelle, ja. Also wirklich unglaublich gut. Er geht tatsächlich in sein Pandagro. Scrappy blockt den Drop. Und tatsächlich muss ich ja sagen, Incineroar ist noch relativ gut. Ich denke, er wird hier für einen Nahkampf gehen. Ich werde auf jeden Fall hier in unseren Escanor wechseln. Immer. Also hier zu boomen war auch auf jeden Fall immer der Play, um das Diggersby rauszunehmen. Ich überlege nur gerade, ob es nicht eventuell doch besser wäre, für eine Kehrtwende zu gehen. Allerdings ist er normal und wenn er für den Nahkampf geht, wäre es sehr, sehr schlecht für uns. Und ich denke, unser Tornadus, unser Bodeos in der Tiergeistform, würde auch einen Bandit-Abschlag überleben. Von dem her wird das wahrscheinlich dann auch unser bester Zug sein. Weil halt einfach Bodeos in der Tiergeistform so unglaublich tanky ist. Er geht tatsächlich für den Nahkampf. So, und jetzt haben wir hier natürlich die Entscheidungen. Gehen wir für eine Hitzewelle? Gehen wir für einen Orkan? Ich denke, ich würde einfach für einen Orkan gehen. Während er in sein Curum geht, bitte connecte. Das wäre unglaublich, unglaublich nice. Wir gehen jetzt auf jeden Fall für eine Kehrtwende. Ist natürlich unlucky, dieser Miss. Aber dennoch in Ordnung. Wenn ich das jetzt auch so betrachte, denke ich tatsächlich... Boah, jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Weil unser Incineroar ist eigentlich unsere beste Antwort gegenüber dem Vikavolt. Allerdings will ich gerade unser Metagross nicht riskieren. So gesagt. Ich denke, dass ich unser bester Play ist, es hier in Incineroar zu gehen. Die Intimidate abzulegen. Eisstrahl macht nicht viel. Und wir können mit einer Kehrtwende rausgehen. Und ich denke tatsächlich, dass Erdkräfte hier noch nicht ausreichend sind, um uns rauszunehmen. Exakt. Exakt. Und das ist unglaublich, unglaublich gut. Was wir jetzt nämlich machen können, ist in unser Kiloa zu gehen. Und wir gehen hier für eine Aurasphäre. Wir gehen hier für eine Aurasphäre. Seit dem neuesten Update muss man ja nicht mehr shiny sein und kein bestimmtes Wesen mehr haben, um die Aurasphäre zu fahren. Deshalb will ich einfach mal für die Aurasphäre gehen und uns dann eventuell gegen das Vikavolt müssen wir dann einfach anderweitig vorgehen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Aurasphäre hier der beste Zug ist und wenn das Vikavolt reinkommt, können wir einmal Siedewassern und sind dann immer noch golden. Aber das Incineroar hat ab jetzt natürlich keinen Nutzen mehr. Oh. Okay, er geht für den Eisstrahl, nimmt uns raus.
Okay, das ist natürlich unglaublich, unglaublich gut für uns. Und weil er jetzt in der Reichweite von Patronenhieb ist. Ja. Wir gehen ja auf jeden Fall in unser Pessimien. Mario Leona hat mit einer Kehrtwende 23% gemacht. Das sind 361, wir sind 339. Wir sollten mit einer Kehrtwende definitiv genauso viel Damage machen. Ja, wir gehen für eine Kehrtwende. Wenn er hier in sein Vika-Volt geht, ist das in Ordnung. Ich werde nämlich hier erstmal in unser Thunderous gehen und ich werde hier auf jeden Fall, auf alle Fälle für eine Hitzewelle gehen. Wir haben, wir haben 90 Genauigkeit. Wir sind modest. Wir sind modest mit unserem Boreos. Und wir können hier natürlich nochmal für einen Orkan gehen. Und gewinnen auch jetzt auf jeden Fall sicher mit unserem Pessimien. Wenn wir jetzt hier im Endeffekt eine Hitzewelle und einen Orkan treffen, dann ist das ein 4-0 für uns, was ein solider Start ist. Ansonsten müssten wir uns Gedanken machen. Beziehungsweise wir könnten auch theoretisch in unser Metagross gehen, ja. Aber er ist tatsächlich Walschall. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Er ist Walschall. Aber gut, das macht jetzt im Endeffekt nichts aus. Weil wir natürlich in unser Pessimien gehen können. Das cleant jetzt. Das cleant jetzt einfach mit dem Nahkampf. Und sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Tatsächlich war das Boreos war nicht auf Scarfandagro gespeedtrip. Dafür hatte ich Raikou. Aber da wir uns sicher waren, dass er in keiner Art und Weise hier gewinnen kann, konnten wir das Raikou halt gegen das Kyurem abwerfen, weil wir hatten Metagross noch, mit dem Abschlag hätte er nie gekillt. Wir hatten unser Pessimien noch, was auf jeden Fall gegen alles gespeedtrippt ist. Und ja, ich meine, 3-0 nehmen wir natürlich auch. So ist es jetzt nicht, ne? Aber trotzdem sehr, sehr gute, sehr, sehr gut gespielt vom guten Rudelrocker hier an der Stelle. Unser Kader ist auch einfach ein Böllerbus, muss man dazu sagen. Auch wenn wir absolut keinen Switch in den Kyurem hatten, ja. Ich würde mal behaupten, wir haben sehr, sehr solide um Kyurem rumgespielt. Wir hatten immer noch unseren Backup-Plan mit 100% Leben in der Rückhand. Wir hatten, wir haben unsere Mons und die HP gut genutzt. Ja, mit Incineroar vor allem, ja. Perfekte HP-Nutzung mit der Kehrtwende dann draus. Landorus auch relativ. Dadurch, dass wir entweder Vikavolt oder Diggersby, die beide sehr, sehr große Threats waren gegen unser Team, dass wir die beide wegbekommen haben durch die Explosion. Unglaublich gut. Ja, Boreos, Raikou eher auch sehr, sehr gut genutzt. Vor allem gegen das Kyurem, gegen das Jirachi sehr, sehr früh rausgenommen, weil er einfach keinen Switch-In mehr hatte. Dadurch, dass er wusste, dass er kein Scarf Diggersby ist, sehr, sehr gut genutzt, ja. Und bin sehr, sehr zufrieden. Also es gibt keinen Grund, hier irgendwas zu meckern zu haben, ja. Vor allem mit dem Tornadus sind wir der Böllerboss. Okay. Gut. Aber, Leute, ich sage euch, wie es ist. War ein nicer Kampf. Hat mich gefreut. Schaut nächste Woche wieder vorbei. Und bis dahin.